Toms Lackierwerkstatt. Guten Morgen, Tom. Bereit heute zu malen? Hier kommt Katie, das Kit-Car. Bist du aufgeregt, Katie? In welche Figur wirst du dich verwandeln? Wir sollen raten? Wie wär's mit einem Tipp? Okay, jemand, der viel verreist? Mit einem Rucksack? Mit einem Affen als Freund? Du meinst Dora! Tom, bist du bereit? Als erstes müssen wir deine Augen schützen, Katie. Ist diese Farbe für Doras Haut? Sehr gut gemacht, Tom. Orangenfarbe? Ist das für Doras Hose? Rosa Farbe? Die ist aber schön hell, Tom. Gelb. Die ist für Doras Socken, nicht wahr? Was kommt als nächstes, Tom? Doras Rucksack. Ohne den geht sie nirgendwo hin. Fantastisch. Eine Perücke. Katie, du siehst genau aus wie Dora. Tolle Arbeit, Tom. Hört sich so an, als hättest du noch mehr Besucher, Tom. Hallo, ihr Kleinen, was macht ihr denn hier? Ihr seid gekommen, um Dora zu sehen? Geh mal beiseite, Tom. Die Kleinen wollen deine Arbeit bewundern. Sagt Hello zu Dora, ihr Kleinen. Vielen Dank, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Toms Lackierwerkstatt. Hey, Karl. Du siehst glücklich aus. Wo willst du hin? Zu Toms Lackierwerkstatt? Du Glücklicher. Hallo, Pickel. Du fährst auch zur Lackierwerkstatt? Ja? Großartig. In welche Figur wirst du dich verwandeln? Ihr zwei werdet zu Tom und Jerry? Ich kann's kaum erwarten, das zu sehen. Hey Tom, bist du bereit, Karl und Pickel in Tom und Jerry zu verwandeln?
Du bist bereit? Großartig! Wer will als erstes? Du willst, Karl? Okay. Wir sind gleich zurück, Pickel. Was kommt als erstes? Du wirst Karl grau anmalen wie Tom die Katze? Gute Idee. Brauchen wir noch andere Farben? Brauchen wir? Wofür? Du wirst Karl einen Bauch malen? Perfekt. Was brauchen wir sonst noch? Katzenohren. Wow, Karl. Du siehst genau aus wie Tom. Fehlt noch etwas? Eine Katzennase, natürlich. War das jetzt alles, Tom? Ein Schwanz. Du siehst fantastisch aus, Karl. Ich meine, Tom. Sollen wir jetzt mit Pickel anfangen? Müssen wir Pickel auch neu lackieren, Tom? Mit welcher Farbe? Braun, wie Jerry die Maus. Okay, Tom, dann fang mal an. Einen Bauch auch? Großartige Idee. Wie wär's mit ein paar Mäuseohren? Da sind sie ja. Haben wir für Pickel auch Schnurrhaare? Hast du etwas vergessen, Tom? Braucht Jerry keinen Schwanz? Ist Pickel jetzt so weit, um draußen zu spielen, Tom? Du klingst genau wie Jerry. Karl jagt Pickel. Genau wie Tom und Jerry. Tschüss, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Tom. Was hast du heute vor? Oh, hallo, Bobby. Du hast wohl Lust, dich etwas herauszuputzen, was? Du
Du willst ein Pirat werden? Wow, das ist aber eine große Aufgabe für dich, Tom. Fangen wir an mit dem Lackieren. Was brauchen wir, Tom? Aber natürlich, die Sprühfarbe. Wow! Bobby, du siehst aus, als wärst du aus Holz. Also, was kommt als nächstes? Fantastisch! Fehlt noch etwas, Tom? Fantastisch, Tom. Das sieht so toll aus. Aufkleber. Was für Aufkleber sind das, Tom? Das sind Kanonen, natürlich. Fantastisch. Fahr mal aus der Lackierwerkstatt, Bobby. Da fehlt noch etwas. Hey Tom, worauf wartest du? Flavie, der Tieflader, bringt dir noch ein bisschen Ausrüstung? Hallo, Flavie. Tom wartet auf dich. Du siehst aber schwer beladen aus. Danke, Flavie. Bis bald. Dann mal ran mit den neuen Teilen. Der Hecküberhang. Gute Idee. Der Bugspriet. Perfekt. Und zum Schluss der Mast. Haben wir jetzt alles, Tom? Was fehlt noch? Natürlich, das Segel. Es muss am Mast befestigt werden, damit wir es setzen können, wenn wir es brauchen. Eine Piratenflagge. Wow! Bobby, du bist kaum wiederzuerkennen. Ist das alles, Tom? Ein paar Handgriffe noch? Aber was denn noch, Tom? Ein Piratenschiff. Das ist unglaublich. Tom, du bist wirklich ein großer Künstler. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen. Hey, Chuck. Viel zu tun heute? Oh, die Lampen der Feuerwache sind ausgegangen. Du solltest die Birnen wechseln, bevor es dunkel wird. Oh nein! Da rufen wir besser Tom den Abschleppwagen, um dir zu helfen. Hey Tom, Chuck, das Hebebühnenfahrzeug braucht deine Hilfe. Kannst du schnell kommen?
Er ist an der Feuerwache. Schau, da ist Hector. Chuck hat Probleme. Kannst du mit uns kommen, Hector? Hey, Chuck. Hier sind Tom und Hector. Tom wird dich jetzt in seine Werkstatt schleppen. Was ist los? Oh nein, wir haben Chucks Korb vergessen. Hector, kannst du uns da helfen? Ein bisschen näher? Großartig. Dann auf in die Werkstatt. Da sind wir auch schon. Danke, Hector. Da ist ganz schön was abgebrochen. Keine Sorge, Chuck. Tom kriegt das wieder hin. Was brauchen wir? Metallplatten? Großartige Idee. Was brauchen wir noch? Ein Schweißgerät. Genau. Vergiss nicht die Sicherheitsbrille. Vorsichtig, Tom. Perfekt. Was kommt als nächstes, Tom? Der Korb muss wieder montiert werden? Großartig. Welches Werkzeug brauchst du? Einen Schraubenzieher? Großartig. Kannst du etwas dichter an den Korb heranfahren? Dann wollen wir Chuck mal wieder zusammensetzen. Pass auf, dass die Schrauben schön fest angezogen sind. Großartig. Kannst du deinen Korb wieder anheben, Chuck? Hervorragend. Wo kommt dieses Quietschen her? Chucks Scharniere? Kann man sie austauschen? Hier sind sie ja. Pass auf, dass du die richtigen auswählst. Welches Scharnier ist es, Chuck? Oh, ich verstehe. Als erstes müssen wir das alte Scharnier entfernen. Passt es? Großartig. Kann Chuck jetzt wieder an seine Arbeit gehen und die Birnen an der Feuerwache austauschen? Gut gemacht, Chuck. Bis bald, wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Rocky. Hier spricht die Bodenkontrollstation. Bist du bereit, in den Weltraum zu fliegen? Okay, Rocky. Bereite dich für den Start vor. 3, 2, 1. Start. Was ist los, Rocky? Kannst du nicht abheben? Oh nein! Keine Sorge, Rocky. Ich hole Tom den Abschleppwagen. Er wird dir helfen. Tom! Hey, Tom! Rocky, die Rakete, braucht deine Hilfe. Wo er ist? Er ist beim Flughafen. Warte! Wir haben nicht genug Zeit, um Rocky zurück in die Werkstatt zu schleppen.
Du wirst ihn auf dem Flughafen reparieren müssen. Warum nimmst du nicht deinen Werkzeugkasten mit? Wo ist dein Werkzeugkasten? Großartig. Auf geht's zum Flughafen, um Rocky zu helfen. Beeil dich, Tom. Da ist er ja. Alles wird gut, Rocky. Was denkst du, wo das Problem liegt, Tom? Oh oh, das sieht nicht gut aus. Hast du schon eine Idee, Tom? Du denkst, da ist ein Problem mit Rockys Raketenantrieb? Sollen wir mal reinschauen? Was ist das, Tom? Rockys Antrieb ist durch altes Öl verstopft? Ach du liebe Güte, was sollen wir tun? Zurück zur Werkstatt fahren und einen Ersatzantrieb holen? Gute Idee, Tom. Auf geht's! Hier sind wir schon wieder. Los, wechseln wir den alten Antrieb aus. Gut gemacht. Sollen wir den neuen Antrieb mal ausprobieren? Mal schauen, ob er passt. Perfekt. Können wir Rocky auf irgendeine Art und Weise noch helfen? Rockys Treibstofftank? Oh oh, du hast recht, Tom. Sieht so aus, als hätte Rocky nicht genug Treibstoff. Großartige Idee. Wir fragen Tyson, den Tanker, ob er uns helfen kann und Treibstoff für Rocky bringt. Tyson! Hey, Tyson! Tom, der Abschleppwagen braucht deine Hilfe. Rocky hat nicht mehr viel Treibstoff und er soll gleich in den Weltraum starten. Kannst du schnell kommen? Hey alle zusammen, hier kommt Tyson. Jetzt müssen wir Rockys Treibstoffstutzen finden. Da ist er ja. Rocky ist bis zum Rand voll. Wie fühlt sich das an, Rocky? Großartig. Danke für deine Hilfe, Tyson. Bis bald. Ist Rocky jetzt bereit, um ins Weltall zu fliegen? Großartig. Rocky, hier spricht die Bodenkontrollstation. Bereite dich auf den Start vor. 3, 2, 1, Start. Gut gemacht, Tom. Bis bald. Tschüss, Rocky. Ich wünsche dir eine tolle Zeit im Weltraum.